Hallo meine Lieben und willkommen zurück. Ja, ich habe mal wieder was bestellt und zwar ein neues Sparspiel. Und zwar bei Gemeinsam Sparen von dem YouTube-Kanal. Werde ich da alles unten verlinken in der Infobox. Und ja, sie hat ein neues Spiel rausgebracht. Und das habe ich mir jetzt bestellt. Das packen wir jetzt mal zusammen aus. Und das ist... So, das ist alle. Hier ist die Rechnung mit. Das kommt weg. Die habe ich schon bezahlt. Und das ist nämlich so ein Sparspielset diesmal, was er anbietet. Da ist das Sparspiel drin. Und ich glaube, eine Rubbellos. So eine Rubbel-Challenge. Das gucke ich mir jetzt gleich mal alles an. Hier ist wieder die Dankeskarte. Sind wieder zwei schöne Stickerchen dabei. Der Würfel mit Spielfigur. Und zwei kleine Bienchen zum Aufkleben. Das Spiel zeige ich nachher. So. Jetzt muss ich erstmal hier gucken. Ach genau, das ist auch. Aha, gut. Jetzt zeige ich euch jetzt erstmal die Sachen, die damit dabei waren in dem Set. Einmal war dabei ein Rubbellos, wo die Summe 40 Euro ist, kann man aufrubbeln und die Summe dann sparen, die aufgerubbelt ist. Einmal das war dabei gewesen in dem Set. Dann in dem Set war B-Dice dabei. Das sind 150 Euro, die man sparen kann. Muss man würfeln, das ausmalen, sparen. Wenn man die voll gespart hat, die Blüte, kann man das aufrubbeln. Ich nehme an, dass da auch ein Sparbetrag drin stehen wird. Das hebe ich mir auch auf alle Fälle auf. Ich bin zwar jetzt nicht so der Fan von solchen Challenges. Ich bin eher so der Sparspielspieler, aber ab und zu mal so zwischendurch kann man das mal machen. Dann habe ich noch den Honigtopf, das sind 300 Euro, das sind immer alles 5 Euro, die man auch ausmalen kann, in so eine Bienenwabe. Dann habe ich noch dazu drin gehabt, wieder ein Würfelspiel, Honey Dice. Es geht genauso wie die anderen Würfelspiele, die es gibt. Würfelt man mal da was aus, das sind 180 Euro, wenn man alles ausgemalt hat. Das war mit dabei gewesen. Dann nochmal eine Rubbel-Challenge, Bisquitchy, ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, das sind 45 Euro, ist genau das gleiche, rubbelt man komplett alles auf. Dann auch mal so eine Art Sparspiel, das ist einmal fleißiges Bienchen. Ich nehme an, man kann Magnet benutzen oder man rückt halt jeden Monat oder jeden Tag eins weiter. Und wenn man hier angekommen ist, rubbelt man ja auf und dann geht es hier wieder weiter und so fort. Bis man hier oben angekommen ist im Ziel. Das sind insgesamt 130 Euro, die man sparen kann. Und dann nochmal ein Rubbel los. Ein Rubbelspiel, das ist Beloved. Das ist genau das gleiche wie die anderen. Aufrubbeln und das die Summe sparen, die drin steht. Das sind insgesamt 30 Euro. Das war ein komplettes Set gewesen mit dem Spiel, was ich euch jetzt zeigen werde. Also es ist eine Menge, was man bekommt. Da kommt man auf alle Fälle eine lange Zeit mit hin. Da habe ich einmal die Tracker. Zwei Stück. Honey Money heißt das Spiel. Bekommt man ja immer zwei Tracker. Dann einmal ein drei Honig-Tracker. Mit verschiedenen Sparbeträgen drauf. Das gehört auch, glaube ich, mit zum Spiel. Und das eigentliche Spiel an sich ist Honey Money. Gelocht natürlich. Und hier unten ist der Start. Ich nehme an, dass es dann so rumgeht. Bis zum Ziel. Und ja, hier ist nochmal ein spezielleres Feld, wenn man da drauf kommt. Dann kann man dann selber entscheiden, ob man hier unten lang gehen möchte oder hier oben lang gehen möchte oder so lang gehen möchte. Und dann spart man natürlich das, wo man drauf landet.
Und ja, ich bin mal gespannt. Ich lese mir das natürlich jetzt nicht alles durch. Das werde ich dann machen, wenn ich es spiele. Und könnt ja gerne anhalten das Video und euch durchlesen. Und ich bin sehr gespannt drauf. Ist für ein Frühlingsspiel, eigentlich ist es so ein Ganzjahresspiel. Das werde ich auch ganzjährig spielen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und auch mit dem hier bin ich sehr gespannt drauf, was ich hier mitmachen muss. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, immer wenn man hier drauf kommt, muss man dann einen von denen hier aussuchen und dann besparen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber das muss ich mir dann nochmal durchlesen. Und ja, schreibt mir doch gerne Kommentare, was ihr so Schönes geshoppt habt am Sparspielen. Wie ihr das Sparspiel findet, ob ihr es vielleicht auch schon bestellt habt oder schon selber habt und spielt. Und ja, das war erstmal meine kleine Bestellung, eigentlich große Bestellung. Und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bye bye. Hallo meine Lieben und willkommen zurück. Ja, ich komme gerade vom Friseur, wie man sieht. Und heute möchte ich euch ein paar Neuzugänge zeigen. Und zwar habe ich wieder zwei Sparspiele bestellt. Von der lieben Budget Magic, werde ich alles unten verlinken in der Infobox, den Shop. Und einmal bei der lieben Susan vom gemeinsamen Sparen habe ich mir einen neuen Binder bestellt. Auch bei Etsy werde ich auch alles unten verlinken. Und habe mir noch zwei große Hauswürmer bestellt. Einmal von Yengi. Das scheint ein Raritätenduft zu sein. Kenne ich jedenfalls noch nicht. Und einmal von Count Me Candle. Da habe ich auch noch nicht so viel. Auch ein großes Glas. Und wir fangen jetzt erstmal mit den Sparspielen an. Ich fange erstmal mit dem Binder an. Ich packe den Binder mal aus. Den habe ich schon gepostet in Instagram. Und zwar ist das dieser schöne Binder. Sind so goldene Herzchen mit drauf, sind auch schon Folien mit drin, also hier Zippertaschen. Weiß gar nicht, wie viele es sind. Kann ich mal kurz zählen, ich glaube 10 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nee, 7, 8, 8 Stück reicht voll und ganz. Den werde ich verwenden für meine Sparspiele. Und zwar will ich den Binder, den ich hier habe, umtauschen und die Spiele hier reinmachen. Und bei denen kommen dann die Spiele rein, die ich jetzt im Moment nicht spare. Und die saisonalen Spiele, die werde ich dann hier reinmachen. Und ja, das war so der Gedanke da drin gewesen. Und ich bin sehr begeistert von der Qualität. Den gab es auch noch in Pink und ich glaube in Grün. Oder war es Schwarz? Ich glaube, drei Farben gab es. Den weißen, Pink auf alle Fälle oder Rosa. Und ich glaube Mintgrün oder so. Also ich glaube, da werde ich mir vielleicht irgendwann mal noch einen kaufen. Freue ich mich drauf. Das habe ich geshoppt. Dann habe ich von der lieben Budget Magic, das kam heute an, zwei Sparspiele bestellt. Die habe ich auch schon ausgepackt. Einmal ein schönes Bienenspiel, das ist relativ bekannt. Wenn ich es aufkriege. Und ein neueres Spiel, das kenne ich noch gar nicht. Ein schöner Sticker war dabei, so eine Sonne mit Mondsichel. Dann einmal die Karte von der lieben Budget Magic mit zwei Magneten. Ich benutze meine eigenen, weil die sind mir immer zu dünn. Die gehen mir immer dauernd verloren. Werde ich alles wieder unten verlinken in der Infobox. Könnt ihr mal vorbeischauen. Und da fangen wir einfach mal an mit dem erst. Ach ne, wir fangen erstmal mit dem Goodie an. Und zwar als Goodies habe ich auch gesehen in ihrem Shop. Thank you. Das ist Spare pro Praline 5 Euro. So eine Abkreuz-Challenge. Pro Praline 5 Euro. So eine schöne Idee. Werde ich mir auf alle Fälle aufheben. Bin zwar eigentlich kein Challenge-Fan, aber das sieht schön aus. Ganz niedlich. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Ich filme heute nämlich mal mit Gesicht. Das war dabei. Dann war noch dabei die Honigjagd. Das habe ich nämlich bei der lieben Annette gesehen. Werde ich auch unten verlinken in den Kanal. Und einmal das Dashboard. Das ist ein schönes Bienenspiel. Auch laminiert. Das machen ja jetzt die meisten. Dann den Tracker. Und das eigentliche Spiel.
werde es natürlich nicht alles vorlesen. Ich will es mir dann überraschen lassen. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Oh, schwitzen wir noch. Eine Hitze hier. Unten ist der Start und hier oben ist das Ziel. Und dann geht es dann immer so rum. Immer so in Schlängelinien. Wenn man auf so eine Leiter kommt, kann man dann hochgehen. Da kann man ein bisschen abkürzen. Und ja, bin ich sehr gespannt, wie sich das spielen lässt. Werde ich aber jetzt noch nicht spielen. Das kommt erstmal in meinen Binder mit rein, wo die Spiele drin sind, die ich erstmal noch nicht spiele oder schon gespielt habe. Und dann das zweite Spiel, das ist glaube ich eher unbekannt. Das heißt White Leon. Da ist auch ein Dashboard dabei und das Dashboard ist sogar gleich die Erklärung zu den Feldern. Ist auch eine ganz interessante Idee. Ist eigentlich ja, so ein Winterspiel jetzt eher, aber ich werde das jetzt nicht nur im Winter spielen. Das sind drei Aktionsfelder, lese ich mir jetzt auch nicht durch, das will ich mich dann überraschen lassen. Dazu gab es natürlich auch einen Tracker und das eigentliche Spiel. Sehr klein, die Felder, aber ich kann es gut lesen. Sieht so ein bisschen aus wie Narnia, wer den Film kennt, so ein bisschen hat das den Touch. Finde ich ganz cool. Hier unten ist der Start und hier oben ist das Ziel. Ich probiere so ein bisschen näher an die Kamera zu halten. Ich hoffe, man kann es einigermaßen jetzt erkennen. Und ja, ich bin echt gespannt, wie sich das spielen lässt. Sieht auf alle Fälle geil aus. Habe ich zufällig gesehen gehabt in der Shop. Und da musste ich mir das unbedingt mal kaufen. So, das waren die Sparspiele gewesen. Kommen wir jetzt zu den duftlichen Sachen. Sind nur zwei Stück. Und zwar wollte ich jetzt nicht so viele Kerzen mehr holen, weil ich im Moment kaum Kerzen anmache. Ich mache eigentlich überwiegend Handmade. Und jetzt in der Hitze mache ich eh nicht mehr großartig an Duftwachs. Fangen wir mal mit Country Candle an. Ich glaube, das war auch ein relativ neuer Duft. Und zwar ist das der Strawberry Watermelon in groß. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Ich glaube, das kam im Frühling oder im Sommer raus. Ich glaube, dieses Jahr. Und man riecht auf alle Fälle die Wassermelone. Auch die Erdbeere. Ich finde auch, die Wassermelone hat ein bisschen was Künstliches. Die Erdbeere könnte hinkommen. Bin sehr gespannt, dass man sehr gut beide Komponenten war. Ja, bin ich gespannt drauf. Könnte auch irgendwie so ein Saft sein. So ein Fruchtsaft. Riecht sehr intensiv, sehr süß. Spritzig. Perfekt für den Sommer. Bin ich sehr gespannt, wenn der an ist, wie der performen wird. Könnt mir gerne Kommentare schreiben, wenn ihr den kennen solltet. Bin ich gespannt, das war meine erste Country Candle. Meine große, meine allererste, glaube ich. Oder? Ja, ich glaube. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und dann noch von Yengi. Ist ein, ich glaube, Raritätenduft. Jedenfalls habe ich den vorher noch nie gesehen. Das ist der Coconut in Peach. Da ist der Name schon Programm. Das riecht schön nach Kokosnuss und nach Pfirsich. Riecht total geil. Wie so schöner Pfirsichjoghurt mit Kokos drin. Ja, schön cremig, fruchtig, kokosnussig. Sehr süß. Ja, riecht so ein bisschen ja, wie so Joghurt. Ja. Oder wie so ein Pfirsich-Kokosnuss-Eis. Könnte auch hinkommen. Sehr geiler Duft. Riecht auch sehr intensiv, cremig. Könnte auch ein schöner Sommerduft sein. Bin ich auch sehr gespannt drauf, den warm zu testen. Könnt mir gerne auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr den kennen solltet, wie ihr den finden sollt, wie ihr den findet. Und ja, bin sehr gespannt drauf, habe jetzt länger keine Kerzen mehr gekauft, vor allem große nicht, weil das ja doch immer relativ lange dauert, ehe ich die leer mache. Und ja, das war es auch schon wieder mit dem Video. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr die Düfte kennt, ob ihr die Spiele kennt. Und ja, ich habe jetzt die nächsten 3 Tage frei, bin jetzt von der Nachtschicht heim, heute um 6 und klatsche mich dann hier noch gleich auf die Couch. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.